In einer dem Anlass gebührenden Feier ehrte die Produktionsgewerkschaft ProG des Bezirkes Kirchdorf ihre langjährigen Mitglieder. Musikalisch begleitet vom Bläserquartett der Musikkapelle Micheldorf. Thomas Auer, Bezirkssekretär für die Bezirke Steyr und Kirchdorf, konnte dazu 32 Jubilare sowie zahlreiche Ehrengäste und Mitglieder begrüßen. Seinen speziellen Dank richtete er an die Jubilare für ihre langjährige Treue. Als besondere Ehrengäste nahmen der Landesvorsitzende der Gewerkschaft ProG, Karl Schaller, ÖGB-Sekretär Andreas Hubauer, Hannes Stockhammer, der Leiter der AK Kirchdorf, sowie Micheldorfs Vizebürgermeister Werner Radinger teil. Besonders erfreulich für Hubert Wildauer, den Vorsitzenden der Gewerkschaft ProG Kirchdorf, ist die große Anzahl an langjährigen Gewerkschaftsmitgliedern. Es sind über 150 Jubilare in den vergangenen beiden Jahren, die mehr als 25 Jahre Gewerkschaftsmitglied sind. Es ist einfach eine ganz tolle Geschichte, wenn man die Mitglieder für 25, für 40, für 50 und für 60 Jahre danken und gratulieren darf für diese Treue, für diese Solidarität zu unserer Gewerkschaft ProG. Die Produktionsgewerkschaft ProG und die Betriebsräte setzen sich aktiv für die Anliegen der Arbeitnehmer ein. Ein besonderer Dank gilt daher den langjährigen Mitgliedern, die durch ihre Beiträge die Tätigkeiten der Gewerkschafter erst ermöglichten. Es war ein langer Weg mit 10 Verhandlungen für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Von der einstigen 60-Stunden-Woche und vom Samstag als ganz normalen Arbeitstag bis zu den heutigen Bedingungen für die Arbeitnehmer in den Betrieben. Diese Tatsachen sollten jedem Arbeitnehmer bewusst sein. Von der hart erkämpften ersten Urlaubswoche 1910, der zweiten Urlaubswoche 1948 bis zur Forderung nach einer 6. Urlaubswoche unter bestimmten Voraussetzungen. Diese heutigen Selbstverständlichkeiten sind kein Gesetz. Es sind fixe Bestandteile der mit großen Anstrengungen verhandelten Kollektivverträge. Der Erfolg von starken Gewerkschaften und deren Wirken zum Wohl der Arbeitnehmer steht und fällt mit der Solidarität. Der beste Beweis dafür sind die langjährigen Mitglieder. Starke Gewerkschaften und Betriebsräte als Standesvertretung für die Arbeitnehmer sind daher nötiger denn je. Landesvorsitzender Karl Schaller berichtete in seinem Referat von den zähen und schwierigen Verhandlungen für den diesjährigen Lohnabschluss, der heute von vielen Arbeitnehmern als eine Selbstverständlichkeit angenommen wird. Dem sei nicht so, denn gäbe es keine Kollektivverträge mehr, würden auch alle bisher ausverhandelten Bestandteile nicht mehr existieren. Und ich glaube, es ist ja wichtig, dass man draußen drüber redet, weil viele Dinge glauben ja, dass das alles selbstverständlich ist, dass man das eigentlich sogar zusteht. Diese Rechte in der Arbeitswelt, da muss man immer darauf hinweisen, Freunde, das wurde erstritten, das wurde erkämpft und war nur möglich durch die Mitgliedschaft. Also ohne die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ohne die Gewerkschaftsmitglieder, wäre dieser Abschluss niemals möglich gewesen. Man hat ja gesehen, man hat Betriebsrätekonferenzen braucht, man hat Betriebsversammlungen braucht, bis hin zu den Warnstreiks. Und nur so ist es gelungen, die Arbeitgeber zum Einlenken zu bringen. Jedem Arbeitnehmer, auch den Jungen, sollte es ein persönliches Anliegen sein, Mitglied der Gewerkschaft zu sein. Man kann ja sagen zu den Leuten, bitte Gorsche, geht's zur Gewerkschaft, es geht um unseren Kollektivvertrag, es geht um unsere Bibel, wie ich immer sage, das ist die Sahne. Und das Zweite, was man die Leute sagen muss, wir bringen nur was zusammen, wenn wir stark und wenn wir groß sind. Das ist das Einzige, was die Arbeitgeber mehr oder weniger fürchten.